erkennen und den Dingen, die wir fürchten, gibt es Türen. Wenn diese sich öffnen, werden Albträume wahr. Das sind die Creepy Tales. Hast du es jetzt endlich, Jacob? Es kann doch nicht so schwer sein, das Ding zu bedienen. Ja, doch. Bei den ganzen Knöpfen den Power-Button zu finden, ist eben nicht einfach. So. Und... ja. Wunderbar. Jetzt noch scharf. Das bin ich doch immer. Da brauchst du nicht die Kamera zu befummeln. Wirklich, Cindy? Ich denke, wir machen hier eine Reportage und keinen Erotikfilm. Hast dich doch sonst nicht so. Aber schön, wenn du willst. Und... läuft. Hi, hier sind Cindy und Jacob mit einer neuen Runde, die Wiederentdecker. Wink mal, Jacob. Hi, Leute. Wir entdecken für euch verlassene Gebäude wieder und erforschen sie, damit ihr seht, was Verfall anrichten kann. Und heute haben wir das Windy Shades Waisenhaus ausgesucht. Wie ihr sehen könnt, ist es schon seit einigen Jahren dem Verfall überlassen worden. Ringsherum gibt es einen hohen Absperrzaun. Und alle Fenster und Türen sind mit Brettern vernagelt. Aber ihr wisst ja... echte Wiederentdecker? Hält nichts auf. Komm, Cindy, kletter schon mal drüber. Schon dabei. Ach, scheiße. Ich hab schon wieder vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Warte mal. Soll das heißen, wir müssen alles nochmal drehen? Nein, es wird lediglich das über den Zaun klettern. Erzähl einfach nochmal, was Windy Shade ist. Windy Shades war bis vor 5 Jahren ein Waisenhaus. Ganze 60 Jahre gab es das hier bei uns. Dann vor 5 Jahren mussten sie es dicht machen, weil kein Geld mehr da war. Laut einer Legende sollen die letzten 3 Waisenkinder... Erzählst du hier die Story oder ich? Du? Dann lass mich auch machen. Also. Laut einer Legende sollen die letzten 3 Waisenkinder vermittelt werden. Aber am Abend, bevor sie zu ihren neuen Familien konnten... zog ein so heftiger Sturm auf, dass er die große Linde abknickte und sie auf das Haus stürzte. Genau in das Zimmer der Kinder. 2 wurden erschlagen und der Jüngste wurde von herumfliegendem Glas durchbohrt. Man sagt sich, dass die Kinder das Waisenhaus immer noch bewohnen, da sie nicht wissen, dass sie tot sind. Und da Jacob so ein Angsthase ist, gehen wir am helllichten Tag rein. Wir wollen ja nicht, dass er sich zu sehr gruselt. Das wird rausgeschnitten. Hä? Was? Ich sagte, darf ich bitten? So, und jetzt geh schon rein. Oh, wow. Das ist ja unglaublich. So ist es besser. Mit Lampe seht ihr dann auch mehr. Wir sind hier im Foyer und es ist wirklich riesig. Lass uns hier reingehen. Hey, warte! Ich muss doch erstmal die Eingangshalle filmen. Schau mal, das hier scheint der Speisesaal zu sein. Seht ihr das? Da stehen noch 5 Gedecke herum. Das ist schon unheimlich. Film das bloß alles. Damit bekommen wir Klicks ohne Ende. Hier ist also der Speisesaal, wo die letzten Waisen vermutlich kurz vor ihrem schockierenden Tod noch zu Abend gegessen haben. Oh, Schnarch. Lass uns lieber weitergehen. Wir haben noch einiges zu sehen. Okay, dann bitte. Geh voraus. Wo soll's hingehen? Nach oben. Ich wette, dort finden wir das Zimmer und vielleicht findest du mich ja dort auch mit weniger am Leib. Du bist echt crazy, das weißt du, oder? Sag mal, Cindy, rauchst du schon wieder? Du hast doch versprochen, aufzuhören. Ich rauche nicht. Ich habe aufgehört. Das Zeug ist mir zu teuer. Wie kommst du denn jetzt darauf? Na, weil es hier irgendwie verbrannt... jetzt ist es weg. Hab mich wohl getäuscht. Komm mal her. Das musst du dir ansehen. Oh mein Gott, was ist das denn? Das Spielzimmer? Alles voll alter Puppen. Und alle haben sie keine Augen mehr. Wahrscheinlich, damit sie das Elend der einsamen Kinder nicht mit ansehen müssen. Cindy, manchmal bist du echt furchtbar. Ja, und wir sind fast genauso blind hier. Die Fenster sind alle schwarz gestrichen.
Irgendwie symbolträchtig. Keine Sonne kommt herein, um die Herzen der einsamen Seelen zu erheitern. Du willst erheitert sein? Hier hast du... Verdammter Mist. Die blöden Seelen haben mir gerade Glassplitter in den Arm getrieben. Zeig mal her. Ach, das ist doch nur ein bisschen Blut. Wenn dir sowas passiert, dann wäre das Drama perfekt und ich hätte gleich die Ambulanz rufen können. Jetzt beruhig dich und lass uns weitergehen. Warte mal. Ich glaube, da draußen ist gerade jemand langgelaufen. Ich hätte schwören können, dass ich einen Schatten... Cindy? Mann, jetzt mach keinen Quatsch und renn hier nicht allein rum. Du weißt, das ist gefährlich. Cindy? Cindy! Vielleicht ist sie wieder runter... Die Treppe, sie ist zusammengebrochen. Cindy! Oh mein Gott! Cindy! Hey! Das ist nicht komisch! Wo bist du? Hör auf mit dem Scheiß! Komm her! Okay, ich hab's kapiert. Du bist natürlich im letzten Zimmer des Flures. Wo auch sonst. Schöner Gag, den du da abziehst. Sitzt mit dem Rücken zu mir und ruckelst mit dem Stuhl. Ganz toll. Hab ich schon 100 Mal in Film gesehen. Ja. Wer ist das? Cindy? Cindy? Hier ist Blut auf dem Boden! Komm, lass uns abhauen! Wir müssen hier raus! Bitte hör auf mit den Spielchen! Du machst mir Angst! Dreh dich bitte zu mir um! Wir müssen weg hier! Bitte! Sag doch was! Jetzt dreh dich endlich um! Cindy, dein Kind, dein Mund. Wo ist das alles? Doch noch zum Essen.